Fast rund um die Uhr mit Bus und Bahn fahren, davon können die Mühlhausener nur träumen. Da es hier keinen Bahnhof gibt, sind sie ohnehin auf den Busverkehr angewiesen. Wir sind sehr froh, dass wir einen Stundentakt oder auch einen Halbstundentakt während den Hauptverkehrszeiten zu unseren Bahnhöfen Rothmalsch und Wiesloch-Walldorf auch haben, der auch genutzt wird. Zugleich haben wir 4 Buslinien hier in der Gemeinde und in den Nachbarkommunen laufen. Dennoch ist der Wunsch nach mehr Mobilität groß. Möchte man aktuell zum Beispiel von Mühlhausen nach Mannheim, fährt zwar ab 5 Uhr morgens 2-mal in der Stunde ein Bus. Aus Mannheim kommt man allerdings ab 19.30 Uhr nur noch mit dem Ruftaxi zurück. Schon sehr nervig, weil ich arbeite in Lidl. Die haben ja bis um 21 Uhr geöffnet und das ist dann immer sehr schwer nach Hause zu kommen, weil ab 20 Uhr von Wiesloch fährt hier kein Bus mehr. Da muss ich dann immer mit Ruftaxi fahren. Das stört schon. Also mich hat das auch sehr gestört, weil ich dann meistens hier gearbeitet habe dann und dann nach 20 Uhr immer heim musste und dann musste entweder jemand immer abholen oder immer selber fahren und es war schon störend für mich. Um den öffentlichen Verkehr in Baden-Württemberg attraktiver zu machen, hat die Regierung Großes vor. Unter anderem die sogenannte Mobilitätsgarantie. Heißt, von 5 bis 24 Uhr sollen ab spätestens 2026 alle Orte mit dem ÖPNV erreichbar sein. Das sieht ein Beschluss der Landesregierung vor. Damit sollen die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppelt werden. Die Mobilitätsgarantie bedeutet, dass man eben ein verlässliches Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Selbstverständlicherweise nicht nur mit großen Omnibussen und großen Eisenbahnen, sondern da gehören auch bedarfsorientierte Verkehre, Shuttlebusse dazu, Taxis, die eingebettet sind in das System, On-Demand-Verkehre, gerade in Randzeiten und im ländlichen Raum. Über die aktuell beschlossene Strategie und den damit verbundenen weiteren ÖPNV-Ausbau hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann heute informiert. Ein besserer öffentlicher Verkehr braucht auch mehr Infrastruktur, also mehr Haltestellen oder auch Reaktivierung von Strecken, von Bahnstrecken, Ausbau von Bahnstrecken im Sinne von Elektrifizierung, partielle Zweigleisigkeit. Für seinen Kurs braucht Herrmann aber auch viel Geld und die Hilfe der Kommunen. Denn für Busse und Regionalbahnen sind die Landkreise zuständig. Nun will das Verkehrsministerium in einem Prozess mit den Kreisen und Experten konkrete Maßnahmen diskutieren. Mühlhausens Bürgermeister würde eine Verkehrserweiterung für seine Gemeinde jedenfalls begrüßen.